So, hallo Leute, heute möchte ich euch ein neues Messer Machete von der Firma Condor vorstellen. Und zwar ist es die Big Heavy Kukri, heißt das Teil. Schaut so aus, Kukri, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Ich habe ein altes und das ist jetzt praktisch mein neues. Bist du still? Mein neues. Kurz nochmal zusammengefasst, was ist ein Kukri? Ist aus dem Werkzeug entstandenes, ja, Waffe kann man sagen. Wird von den Gurkha-Soldaten geführt als, ja, ich sag jetzt mal Kampfmesser, Kampfmachete. Ja. Vom Schliff her sieht man jetzt hier hoffentlich, ja, ist ein balliger, also ein runder gezogener Schliff. Durch den Carbonstahl ist das Teil jetzt, sag ich mal, auch noch relativ scharf. Und durch diesen halbrunden, also so leicht abgerundeten Schliff, ist praktisch, verliert das Teil nicht allzu schnell an Schärfe. Ist eine Volltank-Konstruktion, sieht man jetzt hier schön. Ist jetzt bei den klassischen Kukris nicht, die haben ein Erle und dann wird da, wie gesagt, Horn oder Holz, je nachdem für was verwendet. Und das hat dann, sag ich mal, Condor nicht schlecht gemacht, weil das, wie gesagt, ein Metallklotz, ein Metallkeil ist. Bist du still? Hier haben wir das Ganze mit Nieten versehen. Ein Fangriemenloch und hinten auch nochmal eine Niete. Ist so ein Nussbaumgriff und hier hinten halt durch diesen Knauf kann man also recht gut hacken mit dem Teil und kann da, wie gesagt, dann mitarbeiten. Eingesetzt werden die Dinger halt bedingt, kann man auch mit stechen und hauptsächlich halt als Schlagwerkzeug. Wenn man so ein Teil die irgendwo in den Hals reinkriegt, ist das vom Prinzip her schon eine ziemlich üble Geschichte. Also funktioniert ganz gut. Wie gesagt, diese Gurkha-Soldaten, für die ist das also, ich sag mal, das Markenzeichen und das Gebrauchswerkzeug. Zur Lederscheide ist dick vernäht. Rindsleder, Lateinamerika. Aus. Hat hier so eine Art Dengler dran. Dass praktisch das Teil komplett beweglich ist. Wird dann so geführt. Und man kann es dann hier, wie gesagt, öffnen. Und kann es dann rausziehen. Und dann, wie gesagt, damit arbeiten oder kämpfen. Wenn man hier mal sieht, wahnsinnig dick. Wenn man da jetzt im Vergleich ein normales Messer nimmt, also das ist schon mehr als das Doppelte, was da drauf ist. Und das ist also so ein richtiger Kampfklopper. Von der Verarbeitung her sind die Sachen, also bei Condor, immer einwandfrei, da habe ich also noch nie Probleme oder schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Das war es eigentlich jetzt vom Prinzip. So schaut das Teil aus. Ist jetzt eher so eine Sache für einen Sammler. Man kann sicherlich damit auch Holz spalten und kleine Bäume fällen. Das ist also auch absolut kein Problem und ist natürlich eine fürchterliche Waffe. Jo. Das war ganz kurzes Produktinfo-Video zum Kukri von der Firma Condor. Carbonstahl, Fulltank-Konstruktion, also kein Erl mit Lederscheide. Das war's, vielen Dank, macht es gut, euer Waldläufer.